Meine Familie hat hier gewohnt. Also dieses Haus war in der Besitz von meinen Urgroßeltern. Und ja, die haben, also die Selbstverwaltung hat nicht von unseren Großeltern das Haus gekauft, sondern es wurde dann weiter verkauft und dann irgendwann mal hat. Wir sind in dem Raum, welcher die Leute in dieser Zeit nicht benutzt haben. Hier haben die nicht gewohnt, sondern das war die sogenannte Tista-Soba. Und hier waren die Frauen oder die Mutter, die schon ein Kind hatten und auch hier haben die Leier von den Menschen gelegt und dann hier haben die von den Verwandten dann sich verabschiedet. Also wir können hier sehen die heiligen Bilder, welche die auf den Wand gehängt haben und auch das Bett, welche die als Bett genutzt haben. Wir haben nicht viel Platz hier. Wir haben nur zwei Zimmer, welche wir anschauen können. Es gibt also die zwei Zimmer und auch noch eine Sommerküche, welche draußen ist, welche die Leuten, wenn schon das Wetter schön war, das haben die benutzt. Dort haben die zusammen gesessen, miteinander. Kocsolár Ungarndeutschen waren sehr religiös. Wir wissen darüber auch, dass es gab einen ganz großen Konflikt zwischen den Deutschen und zwischen den ungarischen Mitbewohnern. Also die ungarischen Mitbewohner wollten die Messe auf Ungarisch behalten und die Deutschen wollten das auch, also auf Deutsch haben. Wir können in alten Zeitungen auch ganz viele Informationen darüber finden, dass dieser Konflikt ganz groß war, weil mehrere Zeitungen darüber gibt. Wir sind in dem zweiten Zimmer, wobei wir haben die Kleider oder die Trachten von den Kocsolár ausgestellt. Sie haben Samtkleider getragen. Es gibt auch diese sogenannten rosa Kleid, wobei es ganz oft mit dem Symbol vom Rosa drauf ist. Wir haben auch eine Heiratskleid. Dieses Kleid wurde in 1860 gemacht. Hier kann man auf der Wand die Pille sehen, welche eine Kopfdeckung ist. Die haben die Frauen getragen, welche schon noch keine Kinder hatten, aber schon geheiratet waren. Jetzt sind wir in der Sommerküche. Hier kann man auch sehen, wie man die Sommerküche dekoriert wurde. Hier können wir sehen, welche Objekte und welche Objekte die benutzt haben. Ursprünglich war es auch eine Sommerküche. Wir können hier die Wandschoner sehen. Öfters haben die Dekoration mit Wandschoner gemacht, wobei kleine Sätze oder kleine Zitate, witzige Zitate darauf geschrieben wurden. In der Küche waren die wichtigsten Farben den Rot und den Blau. Und das können wir auch bei den Handtüchern sehen und auch bei der Wandschoner. Also hier draußen können wir auch noch weitere Objekte sehen, welche die benutzt haben. Und es ist sehr wichtig für uns, die schwäbische Traditionen zu pflegen. Wir haben auch eine Tanzgruppe organisiert wieder. Es war schon einmal in Kocsola, aber jetzt wieder gibt es mit auch sehr junge Frauen, also es bestand von ganz jungen Frauen. Wir haben die Proben im November angefangen und jetzt im März werden wir bei der Schwabenball werden wir unseren Tanz dort anzeigen.